Wir haben uns dann natürlich sofort Gedanken gemacht. Ne? Ich war in engem Kontakt mit unserem Bürgermeister Ralf Fechler und auch mit der Burgel Stein, weil einige Veranstaltungen im Frühjahr anstanden. Und wir haben zuerst mal gesagt, okay, wir warten erst mal ab. Na, wir schauen, na, wie sich die Situation entwickelt, na, und vor allen Dingen, welche Leitfäden man seitens der Landesregierung, seitens der Bundesregierung an den Mann bekommt, an die Hand bekommt, na, und entscheiden dann. Und dann war es natürlich dann relativ schnell klar, dass wir also die Veranstaltung gerade jetzt Frühlingsfest und natürlich dann auch unser großes Seeburg-Spektakulum Ende April, eine Riesenveranstaltung, na, am Seeburg in Miesenbach, dass wir diese Veranstaltung nicht halten können und dass wir die absagen mussten. Raus in den Garten, ne, Kräuter, Blumenpflanzen und so weiter, das ist das große Thema Frühling, ne, das passt natürlich nicht mehr und wir schweren Herzens haben wir dann diesen Termin abgesagt und werden auch dieses Jahr ihn nicht wiederholen. Anders sieht's aus bei unserem Seeburg-Spektakulum. Mich haben zig Händler angerufen, Aussteller, die ihr Leben lang im Mittelalter leben und die Mittelaltermärkte bevölkern und bewirten. Für die brechen Welten zusammen, die leben davon, die leben das Mittelalter. Und wir hatten also lang gewartet, aber es war ganz einfach nicht zu halten. Ne? Und da haben wir uns also auch mit der Familie Braun, die den Gedanken geprägt hatten, dieses Mittelalterspektakulum in Miesenbach am Seeburg durchzuführen, haben wir uns zusammengesetzt und haben dann gesagt, okay, für dieses Jahr wird es nicht mehr funktionieren, weil auch der Mittelalter-Marktkalender ausgebucht ist, ne, an den Wochenenden. Wir gehen direkt aufs nächste Jahr, das gleiche Wochenende im April wieder und werden also dann dort ganz einfach auch dieses Spektakulum durchführen. Für mich selbst sind bis Ende Mai 7 Veranstaltungen jetzt ausgefallen, davon 4 Großveranstaltungen, weil jetzt nicht nur das Seeburg-Spektakel wäre ein Riesenevent geworden, am gleichen Wochenende wäre in Landstuhl die Sicking-Messe gewesen, zusammen mit Streetfood, auch hier eine mega geile Veranstaltung, richtig toll, was natürlich auch toll für den Einzelhandel gewesen wäre, mit Verkaufs auf dem Sonntag, das wäre natürlich super gewesen und dann, jeder kennt mich, ne? Ich bin ein leidenschaftlicher Fußballer oder war Fußballer, Fußballtrainer und Fußballfan. Ich durfte letztes Jahr erstmalig, ne, mit die Horst-Eckel-Gala in Moorbach organisieren. Die wäre am 30. Mai diesen Jahr in Köln gewesen, im Rhein-Energie-Stadion zusammen mit dem 1. FC Köln. Ja, von daher ist es momentan schwierig zu sagen, wie es weitergeht, auch von der Planung her, weil jetzt, ich lebe eigentlich immer ein halbes Jahr im Voraus von der Planung her. Es geht an das Deutsch-Amerikanische Freundschaftsfest, ne, auch ein sehr gut angenommenes Fest mittlerweile in Rammstein oder auch der Venedigsmarkt, Schrägstrich der Zimt- und Waffelmarkt. Dort gehen jetzt normalerweise schon die Anmeldeformulare raus, dass die Leute sich auf den Termin einstellen können oder auch fürs nächste Jahr schon für die Leistungsschau gehen also die Save the Date raus, dass die Firmen sich darauf einstellen können und vor allen Dingen auch Messestände buchen können zum Beispiel. All das ist momentan etwas auf Eis gelegt. Ich bin sehr aktiv für die Elterninitiative Krebskranker Kinder. Wer mich kennt, ne, weiß, dass ich schon viele, viele Benefizveranstaltungen hier gemacht habe. Die Big Band der Bundeswehr mehrfach hier gehabt, Zeus und Wibitzki hier gehabt und natürlich ein Event, das mir sehr am Herzen liegt, ne, Heroes for Heroes, dass man in Zeiten auch von Corona unsere krebskranken Kinder nicht vergisst, ne, auch in Homburg. Ne, und wer jemals, ne, in dieser Kinderonkologie gewesen ist, dann hat die kleinen Würmchen meistens gegen Leukämie kämpfen sehen. Da geht einem das Herz schon auf, ne, und dort kommt jeder Euro, kommt also dort an, ne, aber dieses Event war für den 11. Juli geplant und ich sage es auch ganz frei raus, ne, ist es so, eine Benefizveranstaltung lebt von den Spenden der umliegenden Firmen, Geschäftsleute, ne, und die haben mit Sicherheit momentan ganz andere Probleme, über A, über die Runden zu kommen, ne, oder B, ne, mit eigenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und von daher wäre es also unseriös, jetzt auf Sponsorensuche zu gehen, um dieses Event, so schwer es mir auch fällt, ne, abzusagen. Ich bin flexibel, ich habe mir viele, viele Konzepte schon ausgedacht, ne, wie wir auch nicht nur Heroes for Heroes, sondern auch nach der Corona-Zeit eventuell den Einzelhandel hier beleben können. Bin im regen Austausch mit den Stadtbürgermeistern von Landstuhl und von Rammstein und den Werbring-Vorsitzenden, um auch für Landstuhl was auf die Beine zu stellen, um ganz einfach nach Corona wieder ein normales Leben reinzubekommen und gerade unseren Einzelhandel, der ganz extrem darunter leidet und in dieser Corona-Krise
Und von daher, denen kannst du aber auch nicht die Arme zu greifen. Eventuell machen wir vielleicht sogar was Gemeinsames, sei es in Landstuhl oder in Rammstein. Eine gemeinsame Veranstaltung wäre vielleicht auch nicht verkehrt, weil wir haben seit 2008 haben die beiden Werbegemeinschaften, Werbegemeinschaft Rammstein und Fördergemeinschaft Landstuhl, eine Kooperation. Na, das ist nicht nur für die Messe, sondern das wäre natürlich eine tolle Gelegenheit, auch dort diese Kooperation ganz einfach nochmal aktiv zu leben und den Einzelhandel hier in Rammstein und in Landstuhl wiederzubeleben.